Und herzlich willkommen zu Teil 20 von Tomb Raider. Teil 19 endete mit einem miesen Glitch. Aber, wie ihr sehen könnt, hat er da gespeichert. Und kann direkt wieder loslegen. Musste nicht nochmal machen. Ja, ist eigentlich ganz gut gelaufen. Von der Zeit hat sie eigentlich auch gepasst. Hätte schlimmer laufen können. So, Pfeile sind voll. Da geht eine Treppe hoch. Hier haben wir alle gestanden. Ja, leider ist hier bei der Explosion irgendwie sind die alle gänzlich verbrannt. Ich konnte jetzt hier keinen mehr durchsuchen. Faltfächer wurden im 19. Jahrhundert häufig mit Gedichten oder Schilderungen wichtiger Ereignisse beschrieben. Die haben sie aber hier mit Fächern, oder? Karl Lagerfeld mal gewohnt oder was? Merkwürdig. So, was ist denn hier jetzt zu tun? Was war das denn gerade? Da hängt was. Neuer Ort entdeckt. Schön. Aber guck mal, hier ist auch was. Hinauslaufen soll, ob ich hier durch muss unten oder ob der mir oben eine Tür kaputt hauen soll und warum ich das jetzt hier in die Luft jagen soll. Also ich habe jetzt aber jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig Plan, wo das hier hinführen soll. Okay. Ah, okay. Tür oben. Alles klar. Ja. Mann. Ich muss mal gehen. Gerade ein Erdbeben ist. Rauskomme, ramme ich dir deine Pfeile in den Arsch. Wer kommt hin, weiß wo rein? Hey, nicht anstacheln. Wir arbeiten hier. Aha. Verdammter Idiot. Der Käfig ist übertrieben. Seit der Flucht des Alten wollen sie kein Risiko mehr eingehen. Diese Neuen machen nur Ärger. Wir sollten sie alle zu den Oni schicken. Und? Was wird jetzt wohl passieren? Die Sonnenkönigin. Sie wird uns endlich von hier wegführen. Dann ist alles real. Dafür bezahlst du! Großbewegung, komm schon! Das war echt krass, Lara. Wie zum Teufel kommst du hier rein? Ich hatte ein bisschen Hilfe. Grimm? Ja. Er hat's nicht geschafft. Scheiße. Mann, ich dachte immer, den könnte nichts umbringen. Er hat sich geopfert, damit ich es hierher schaffen konnte. Ein Rettungshelikopter ist auf dem Weg. Sie halten Sam allein fest. Habt ihr Whitman gesehen? Er kam wohl nicht bis zu den Gästezimmern. Mr. Showbiz lässt es sich wohl gut gehen. Wir werden ihn finden. Und Sam auch. Aber von hier oben sind wir machtlos. Irgendwie kriege ich euch da schon raus.
Okay. Yeah. Wir müssen das Ding die Leute wieder gefunden. Los, Jungs. Nochmal. Okay. Bereit? Jetzt! Oh, es ist sinnlos, denn? Reyes. Ich kann nicht so, ich dachte, es fällt mir irgendwas auf. Ja. Lass Lara, mich doch erstmal gucken. Hier läuft eine komische Scheiße ab. Ja. Wir haben von einem Sonnengeist geredet. Sonnenkönigin. Die alte Herrscherin von Yamatai. Das ist doch ein Witz. Du meinst, das hier ist Yamatai? Ja, sieht ganz danach aus. Na, das ist ja mal was. Haben wir es also doch gefunden? Ihr erwartet was? Die Untertreibung des Jahres. Sam hat irgendetwas damit zu tun. Ihr Anführer glaubt, sie sei so eine Art... Na toll! Ja! Wir sind aber gut drauf, oder? Dass wir das hier so lange eingesperrt waren. Hier wird's langsam instabil. Der Boden wölbt sich schon. Okay. Vergiss es, Lara. Ich beeile mich. Auf der anderen Seite ist noch ein Gegengewicht. Ja. Das ist großartig. Eins noch und wir können alle zusammen hier raus. Spring rüber. Wir halten den Käfig ruhig. Auf der anderen Seite ist noch ein Gegengewicht, meint er. Okay, was jetzt? Das andere Gegengewicht. Es ist da drüben festgemacht. Dass der Käfig darüber schwingt. Wahrscheinlich, ne? Also guck mal, muss ja dann erst. Da kommt er jetzt vor und dann so. Okay, andersrum. Jo! Hey! Ich hab dich, Kleines! Okay.
Okay. Scheiße! Wo muss ich hin? Da durch, da unten, ne? Geh hin. Okay, hier lang, ne? Haben die noch was? Sind die jetzt abgebrannt? Ah, doch, okay. Hier lang. Gierig werden. Oh! Weiter! Immer in Bewegung! Lara kann ja auch eigentlich gar nicht abhauen, denn da fehlen ja noch Leute. Da, der zum Beispiel. Lara, du lebst. Sie ja auch. Ich meine, sind Sie okay? Was war los? Sie sehen mich nicht als Bedrohung, deswegen kann ich mich hier fast frei bewegen. Wussten Sie, dass die anderen festgehalten werden? Ja, Sam ist da drin. Aber ich kann sie nicht befreien ohne Waffe. Diese Solari sind ein anthropologisches Wunder, Lara. Das sind irre Mörder, Dr. Whitman. Wir müssen unsere Leute da rausholen. Natürlich, klar. Ich passe hier auf. Ruf mich, wenn es sicher ist. Mir ist der Typ nicht geheuer. Schießt er noch in den Rücken, sobald er kann. Ich glaube, du verstehst nicht. Du wurdest auserwählt, Samantha. Das ist eine große Ehre für dich.
Für uns alle. Manche haben schon geglaubt, wir finden dich nie. Und jetzt bist du hier. Bitte, ich weiß, Sie denken, ich bin was Besonderes. Das bin ich nicht. Und ich will nicht auserwählt sein. Es geht nicht darum, was du willst, sondern darum, was du bist. Hemikos Blut fließt durch deine Adern. Ich denke, du weißt das, Samantha. Sie sind irre, Mathias. Warum tun Sie das? Du suchst nach Logik und Vernunft, aber da ist keine. Denselben Fehler habe ich auch begangen. Ich dachte, uns könnten Schiffe erreichen und Flugzeuge nicht vom Himmel fallen. Ich will einfach nach Hause. So wie ich, Clark. Seit Jahren habe ich auf das hier gewartet und mein Leben gegeben. Denk nicht, ich hätte nicht versucht, von hier wegzukommen, von diesem Ort. Wir alle sind gefangen. Aber du, Samantha, du hast die Macht, uns zu befreien. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Die Brände werden schlimmer. Das andere Mädchen ist weg. Das muss ein Ende haben. Dimitri, bewache sie mit deinem Leben. Lara, oh mein Gott, du bist Gutes hier. Leben. Ich war hier schon kurz vor Durchdrehen. Ist okay. Ist okay. Alles wird gut. Meine Waffen. Yeah. Wie sollen wir hier nur wieder rauskommen? Wir müssen los, bevor er zurückkommt. Whitman! Whitman! Wo zur Hölle ist er? Na komm. Das ist ein falsches Stück. Lauf, Lara, lauf! Halt sie! Zurück! Lauf! Zurück in den Thronsaal! Wer hat denn noch geholt? Sind wir schon wieder getrennt? Lauf weiter, Sam! Ich komm schon irgendwie raus! Alles zu so, jetzt nichts wie raus hier. Wir gehen.
erledigt. Gut, dass ich eben die Kohle verwahrt habe, ne? Dann kann ich nämlich gleich die Kühlschrank aufwerten. Und ich würde sagen, ob ich lebend aus dem Tempel komme oder nicht, erfahrt ihr in Teil 21 von Tomb Raider. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Tschüss.